Ja, sind aber alles Verbündete. Wahrscheinlich Stalker gegen Banditen oder Monolithen, ich weiß es nicht. Oder vielleicht sogar gegen Wildtiere, wie wir gerade von welchem verfolgt werden. Ich wollte gerade sagen, sind das Wächter, die auf mich ballern? Nein, sind es nicht. Militärs. Das ist natürlich ganz interessant, dass das Militär auch was vom Kuchen möchte. Aber scheiß auf das Militär. Das war der. Das war der. Okay, das heißt, wir sind wieder durch. Oh nein, da ist noch einer, aber der ist mir jetzt egal. Die mit ihrem scheiß NATO-Kaliber. UdSSR-Kaliber. Der mir gerade leider nichts bringt. Kein Energy Drink mehr. Schade. Na gut, ich denke, ich werde mich in der Bar auch mal des Granatwerfers entledigen. Oh mein Gott, bitte lass das ein Mondlicht sein. Das wäre so abgefahren. Ne, es ist ein Funkensprüher. Ne, ein Blitz sogar. Ich pack den mal raus. Pack den Blitz rein. Kost dem Ausdauer. Ne, es packt wieder rum. Ich muss wieder irgendwas fallen lassen vorher. Und hoffe, dass wir damit... Aber ich denke nicht, dass wir damit... Aber, da war wieder ein kleiner Cut drin. Ich denke, dass wir damit auf jeden Fall schneller unsere Ausdauer regenerieren, wenn wir auf einer Position stehen. Von daher ist das gar nicht so verkehrt. Ja, also es ist ganz angenehm so. Wir müssen halt damit rechnen, dass wir beim Geiz halt nichts verkaufen können, was echt ärgerlich ist. Aber so spielt halt das Leben mit einem Monopoly auf und ab. Und zwar über die Schlossallee. Oh Gott, ich finde das so ätzend, wenn man nicht sprinten kann in dem Spiel. Deswegen hätte ich auch nie ein Exoskelett geholt, mit dem man nicht sprinten kann. Aufgrund dieses Stehenbleibens. Nee, mit. Also nicht Stehenbleibens. Mit dem Exoskelett kann man ja die ganze Zeit laufen. Aber das ist für mich wie Stehenbleiben, weil Sprinten ist einfach so viel schneller. Ich verstehe nicht, wie man das Spiel spielen kann, ohne zu sprinten. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Oh, die sind einiges wert. Ich glaube nicht, dass wir auf 200.000 kommen. Aber wir haben noch Artefakte im Notfall. Also für ein Exoskelett opfer ich einiges. Und vor allem den Kristall hier können wir zum Beispiel verkaufen. Die Sprungfedern. Den Elektroschock. Wobei die Batterie würde ich ja gern behalten. Aber die Sprungfedern können wir zum Beispiel verkaufen. Ohne irgendwie traurig sein zu müssen. Oh, wie viele Stalker auf einmal über sind. Wir wollen alle lecker Artefakte. Vor allem sind es alles High-End-Stalker. Alle laufen sie mit Imba-Waffen und Imba-Ausrüstung rum. Und wir, der den Hirnschmelzer deaktiviert hat, kriegen nicht mal irgendwie zum Dank eine Exoskelett-Weste geschenkt. Ich meine, wir haben ihnen das ermöglicht. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und die stürmen vor wie die letzten Assis. Aber, ich meine die jetzt nicht mit letzten Assis, sondern uns. Die letzten werden ja, so sagt jedenfalls das Sprichwort, die ersten sein. Und ich hoffe einfach mal, dass sich das auch für uns befürwortet. Ich habe schon wieder über eine Stunde aufgenommen. Ich wollte eigentlich nur eine Stunde aufnehmen. Ja komm, dann mache ich jetzt noch die nächste Folge durch und dann habe ich genug zum Rendern. Habt ihr ein Glück gehabt, dass ich so fleißig bin? Na ihr? Ja, leuchtet mich halt an. Vielleicht sollte ich auch... Nee, ich hatte ja die Kacknachtsicht momentan. Das Problem ist, wir werden höchstwahrscheinlich wieder Kacknachtsicht bekommen. Mit dem Exoskelett. Ich habe gerade Stimmen gehört. Irgendwer hat gesagt, trinken wir nochmal auf ihn. Er war ein guter Stalker. Hier in der Gegend. Vor allem wollen wir... Ja doch, wir kriegen definitiv genug Geld. Wir haben noch die Arena vor uns. Ich sagte, komm rein. Ich hätte beinahe die Arena vergessen. Wir müssen die Arena noch machen. Hallo.
Ja, der hat auch schon Exoskelette jetzt. Nur so wenig im Ernst. Dafür rette ich so ein Scheißteil. Ja. 18.000 sind bei weitem nicht genug. Das Ding kostet 200.000. Biet mir mal nicht so ein Scheiß an. Wo sind die Sprungfedern? 25.000. 27.000 to go. Ist eigentlich ein saugutes Artefakt, aber weg damit. Oh mein Gott. Das sind 6.000. Ja, das könnt ihr auch lesen, aber eigentlich 7.000. 7.000, 13.000 to go. Da müsste ich echt noch eine Menge verkaufen. Davon brauche ich sowieso nur noch eins. Ja, ich würde sagen, den Rest machen wir in der Arena. Ich sagte, komm rein. Die Arena wird auch noch ein lustiges Unterfangen. Ich bin froh, dass die Arena überhaupt noch funktioniert nach dem Wächterkost. Okay, hallo Arni. Jo, ich habe einen neuen Kampf für dich. Ja, erzähl weiter. Dein erster Kampf, also. Dein Gegner ist ein Stück Fleisch, genau wie du. Er ist hier, weil er Schulden hat. Und er hat zwei Möglichkeiten: herauskommen oder kämpfen. Oder in der nächsten Anomalie landen. Er wird kämpfen wie ein Tier, das in die Ecke gedrängt wurde. Waffen für heute? Lass mich nachdenken. Ach ja, warum nehmt ihr nicht zwei PMMs? Zwei Magazine für jeden sollten mehr als genug sein. Entweder machst du ihn fertig oder er verfüttert dich an die Hunde. Keine große Auswahl. Na mach schon. Na gut. Von der Seite, von der Seite. Gewöhnt euch dran. Stich ihm ins Gesicht. Ja, wir könnten ihm auch ins Gesicht stechen, wenn wir High-End Pro sind. Ich mache mal einen Quick-Save. Wow, 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 wow. Stich ihm ins Gesicht. Stich ihm ins Gesicht von der Seite. Ja, man sieht die Arena, ganz lustiges Unterfangen. Oh Gott, die Schäden, die wir kriegen, haben wir danach auch noch. Wir können unsere Sachen immer wieder hier aus der Kiste holen. Ich weiß nicht, ob die drin bleiben, auch wenn ich nochmal in die Arena gehe, ob die dann dazu gepackt werden. Deswegen mache ich vorher einen Quick Save. Ja, ein neuer Kampf. Denn letzter Kampf hat einen Scheißdreck bedeutet. Du bist immer noch das gleiche Stück Fleisch und kein Mensch mit etwas Selbstrespekt würde auch nur ein Magazin auf dich verwetten. Wenn du dir anständiges Bargeld verdienen möchtest, musst du schon öfter in der Arena auftreten. Dein nächster Gegner hat auch die erste Runde geschafft und sein Kampf war viel schwieriger als deiner. Ich kann ihn nicht leiden, um ehrlich zu sein. Er tötet zu schnell und die Zuschauer mögen das nicht. Geh also los und zeige uns, was du kannst. Die Quoten werden nach diesem Kampf steigen. Du musst lediglich überleben. Bewegung. Na gut. Von der Seite! Ein Stalker. Dann wollen wir mal, wie sind wir bewaffnet? Oh, mit einer MP5. Okay, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja, man merkt, die Kämpfe zu Anfang sind relativ easy. So, bleibt das Zeug drin? Wunderbar. Ja, 2000 inzwischen. Du hast gewonnen. Hier ist deine Belohnung. Danke. Gut. Du bist doch nicht so ein Weichei, wie ich zuerst dachte. Jetzt wird es Zeit, dich in einem echten Kampf zu prüfen. Du trittst gegen zwei Typen an. Der erste wird Schwede genannt. Und an den Namen des zweiten kann ich mich gar nicht erinnern. Die wurden absichtlich zusammengesteckt, denn sie hassen sich bis auf die Knochen. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, dass sie als Team arbeiten. Viel wahrscheinlicher schießen sie sich gegenseitig. Heute ist Gewehrtag. Du solltest also nicht zu nahe kommen lassen. Sonst können wir die Stückchenweise einsammeln. Die Quoten stehen 10 zu 1. Wenn du also gewinnst, musst du ordentlich gewinnen. Und ab mit dir. Ja, und ab mit mir. Gewehrtag heißt abgesägte Schrotflinte. Mal sehen, was die machen.
Nee, also ich höre nicht, dass sie sich gegenseitig abschießen, leider. Wir gehen mal ein bisschen näher. Ja, die haben uns schon einen guten Hit gegeben. Das war der eine. Wow. So, voll den Arsch weggeschossen. So, ein bisschen taunten. Du hast gewonnen. Hier ist die Belohnung. 3000. Nun, jetzt kann ich sicher sagen, dass du ein Kämpfer bist. Ein echter Kämpfer. Jetzt wird es Zeit für einen Teamkampf. Du bekommst zwei Brüder an deiner Seite. Sie haben noch nicht gekämpft, aber es sind Brüder. Ich musste sie also in einen Teamkampf stecken. Ah so, weil sie Brüder sind. Wenn ich du wäre, würde ich von ihnen jedoch keine echte Hilfe erwarten. Ihr kämpft gegen ein erfahrenes Team. Sie sind Anwärter für das Finale dieser Saison. Ein gefährlicher Haufen. Sie benutzen unterschiedliche Waffen. Aber einer hat ein Automatikgewehr. Sei bei ihm also besonders vorsichtig. Viel Glück, Kumpel. Du wirst es brauchen. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir die Brüder retten können. Ich möchte natürlich nicht, dass zwei Brüder auseinandergerissen werden. In Kleinteile. Von der Seite, von der Seite. Ja, es sind wirklich Noobs. Wir haben drei Magazine. Das sollte eigentlich reichen. Holy shit, wieso hat er so viel ausgehalten? Wir haben auch ein bisschen medizinische Versorgung, wie man sieht. Irgendwie ging das nicht so gut. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist. Der eine hat Slugs benutzt. Das war keine normale Schrotflinte, beziehungsweise keine normale Flintenmunition, sondern Slugs, weil sonst wären die nicht auf Reichweite so krass effektiv gewesen. Man merkt, die ersten Kämpfer, wo die Gegner bessere Ausrüstung haben. Ich muss mal kurz den Schnitt machen, weil ich das Gefühl habe, dass mein Headset gerade echt abspastet. Jetzt sollte besser sein. Es tut mir leid, wenn mein Headset doofe Geräusche macht, aber ich komme einfach nicht zum Umtauschen momentan. Boah, diese verdreckten Slugs, ne? Wieso habe ich nicht gleich die Panzerbrechner benutzt? Hallo. Das war der. Ich glaube, die Brüder wurden zerfetzt. Egal. Ja, das war der mit den Slugs. Oh Gott, sein Bruder ist voll vorgerannt und zerfetzt worden. Oh oh. Wieso kümmere ich mich auch um diesen kleinen Scheißer, der da auf der liegt? Echt. Selber schuld. Ne, wir gehen jetzt direkt mit den Slugs ran. Mit den panzerbrechenden Geschossen ran. Ich will da hoch. Danke. Die halt alle drei gleichzeitig rauskommen, um mich zu fisten. Wieso hältst du so viel aus, Kollege? Okay, und jetzt ist mal. Nein, es hat sich mal wieder sinnlos minimiert. Munition habe ich auch keine mehr. Ich drehe durch in diesem Kampf. Meine Güte. Ich check halt gerade nicht, wieso die Gegner so unglaublich viel aushalten. Das ist nicht normal. Ich versuche es vom anderen Winkel. Ich mache mal meine Taschenlampe aus, damit die mich nicht sofort entdecken. Clever. Ja, ihr müsst euch vorstellen, im Stream ging das ungefähr genauso, als wir an einem Stück durchgespielt haben. Es ist auch nur dieser eine Kampf.
Weil wir danach auch bessere Waffen bekommen. Das war der eine. Ist der hier? Ja, mit seiner verkackten Schrotflinte. Ich weiß gar nicht, haben wir Granaten? Nee, haben wir nicht. Wir müssen echt so uns hier durchprügeln. So, das war er. Das war er. Und es leben sogar noch die Brüder. War aber auch scheiße genug gerade. Oh mein Gott, der mit seiner Kackwaffe hier. Nee, das ist der gar nicht. Echt, bei dem Kampf dreht man durch. Du hast gewonnen, jetzt deine Belohnung. Ja, erzähl weiter. Heute hast du einen besonderen Kampf. Sogar die Armee hat von dir gehört. Wundere dich nicht, die kämpfen hier auch. Unter ihnen befindet sich sogar ein General. Diese Typen sind von den Spetsnaz oder von Ormon. Sie sind gut bewaffnet und ihre Rüstungen sind so gut, wie man annehmen darf. Mach dir aber keine Sorgen, ich lasse dich auch nicht im Regen stehen. Du bekommst eine Weste von der Freiheitsaktion. Sie ist leicht, wird dich also nicht langsamer machen. Na los, ich zeige ihnen, dass Stalker keine Prügelknaben sind. Viel Glück. Ja, wir müssen gegen Militärs kämpfen, gegen zwei gut ausgerüstete Militärs. Keine Penner, gegen die wir kämpfen. Allerdings haben wir inzwischen eine Abakan, die hat mehr Wumms und wir haben panzerbrechende Munition. Der bringt in ihrer Rüstung so gut wie gar nichts. Na gut, sie bringt schon was, aber nicht so viel. Holy shit. Oh mein Gott, ja. Das Schöne ist an der Abakan, dass sie halt präzise auf Distanz ist, im Gegensatz zur 74. Das heißt, wir sollten vielleicht auch ein bisschen auf Distanz bleiben. Lass mich doch da hoch, meine Güte. Na komm schon. Und ich habe keine Kugel in den Kopf getroffen. Ich wollte eigentlich die Arena eben durchrushen, aber das zieht sich schon wieder mehr, als es eigentlich sollte. Und das war der eine. Holy shit, ich weiß nicht, wie das wieder passiert ist. Na, wo ist er denn? Ah! Ah, fuck, der hat schon nachgeladen. Ich wollte ihn mir gerade beim Nachladen holen. Wow. Beim Nachladen holen ist einfach am cleversten. Ah, dieser Kampf wird so knapp. Holy shit, wie viel hält denn der aus, Mann? Oh mein Gott. Verkackter Penner, echt. Und ich glaube, mein Headset hat wieder komische Geräusche gemacht. Es tut mir wirklich leid, ich werde zusehen, dass ich diese Woche das Headset schnell umtausche. Geld erhalten, 6000. Du hast gewonnen, jetzt die Belohnung. Erzähl weiter. Zeit für dich zu zeigen, was du drauf hast. Die Wächter haben eine Banditengruppe gefangen genommen, die den Stalkern bei Rostock Probleme bereitet hatte. Die meisten wurden lebendig geschnappt, aber sie werden sowieso hingerichtet. Daher habe ich die Wächter überzeugt, ihnen eine Chance zu geben. Wenn welche von denen überleben, dann verlassen sie die Zone in der Dose. Das ist immer noch besser, als hier zu sterben. Gut bewaffnet sind sie nicht. Nur ein paar Pistolen und ein paar abgesägte. Allerdings 6 davon. Pass also gut auf. Los geht's. Heißt, auf Distanz bleiben. Oh mein Gott, dieses Stalker eben.
Ja, wir hätten uns vielleicht vorher mal heilen sollen. Ja, wir schleudern mal eine Granate erstmal hinten rein. Die haben eine echt gute Ausrüstung. Der ist uns gerade irgendwie ins Feuer gerannt. Man kennt ja schon unsere Waffe hier. Und die Dienste, die sie erweist. Wir halten alle im Auge. Holy shit. Den haben wir auch getötet? Wie das denn? Ja, das war's schon wieder. Wir heilen uns mal vom nächsten Kampf. Das möchte ich nicht nochmal machen müssen. So. Du hast gewonnen, hier ist die Belohnung. Ja, erzähl weiter. Nun, du bist fast im Finale. Jetzt wirst du gegen einen echten Stalker kämpfen. Er ist zwar alleine, hat aber eine FT-200M. Quasi eine FN Pfahl 2000, glaube ich. Und eine Panzerung. Fängst du dir nur einen Treffer ein, bist du tot. Wäre ein hübscher Überraschungseffekt für dich. Deshalb gebe ich dir einen guten Rat. Sei vorsichtig. Es wird hart. Der Sieger kommt ins Finale. Kämpf um dein Leben. Los! Ja, ich verstehe gerade nicht, wieso, was ich kriege. Hat er nichts von gesagt? Habe ich Granaten? Ja, ich habe. Das ist die Granatenrunde. Die Granatenrunde ist ätzend. Aber es geht, da wir Deckung ignorieren können, wenn wir gut werfen. Schieß ihm ins Gesicht! Sorry, aber ich war gerade ein wenig abgelenkt. Wir haben gerade jemanden aus dem Publikum in den Raum gebombt. Danach habe ich eigentlich gedacht, es wäre er, aber nachdem ich ihn dann gesehen habe, war mir klar, wir haben jemanden aus dem Publikum rausgebombt. Holy shit. Na komm schon. Na, wie war das? Ich will mal was versuchen. Wir können zwar Waffen aufheben, aber die werden uns normal abgenommen. Ich weiß nicht. Ich meine, man konnte die irgendwo rauswerfen und später aufheben. Das hätte ich jetzt gern gemacht, aber zu spät. Du hast gewonnen, hier ist die Belohnung. Ja, wir haben noch einen Fight vor uns. Erzähl weiter. Glückwunsch, du bist im Finale. Noch eine Runde und die wird durch den Tod beendet. Jeder kämpft für sich selbst. Es werden vier andere Stalker in der Arena sein. Alles echte Profis mit Panzerung und G37ern, also G36ern. Aber dieses Mal ist es echt fair. Du bekommst das Gleiche, was die hier haben. Der einzige Unterschied, du bekommst keine Medkits oder Verbände im Kampf ums Leben. Bereit? Los, zeig, dass du der Beste bist. Los! Ja, los. Das wird mal wieder ein toller Kampf. Wobei die G36, wir haben es schon gesehen, die macht einen Headshot in der Exoskeleton und der Gegner ist tot. Das heißt, wir müssen einfach nur zielen und sollten eigentlich gut dabei sein. Vor allem kämpfen die alle auch gegeneinander. Holy shit, irgendwas hat mir wehgetan. Einen haben wir noch vor uns. Ich gehe mal auf Distanz. Denn auf Distanz schießen die Gegner auch schlechter. Ich verstehe nicht, wo der andere ist. Ich sehe ihn nicht. Oh, war ja. Das müssen wir schnell kriegen. Sonst verbluten wir. Oh mein Gott. Oh. Ne, wir verbluten nicht, aber es ist echt ein knappes Match gerade. Wir haben alle hingerichtet. Feiert mich! Jubelt!
Der hat gekotzt, der Typ. Habt ihr es gesehen? Ja, du hast gewonnen. Hier ist deine Belohnung. Danke. Ich hätte gern mein Zeug wieder. War eine anstrengende Runde, aber na gut, hat sich gelohnt, würde ich sagen. In der Tat. Ich hoffe, dass mein Mikro nicht allzu sehr abgespastet hat. Ich habe die ganze Zeit Geräusche im Ohr gehabt. Ich muss unbedingt morgen, habe ich Zeit. Morgen werde ich mal zum Mediamarkt fahren mit dem Headset und gucken, dass ich, nun ja, wie soll ich sagen, ein neues bekomme. Dass wir den nicht gelootet hatten. So, wir haben derzeit 22.000, was? 227.000 Rubel. Und das sollte in der Theorie reichen, um die Wächter davon zu überzeugen, dass wir ein nettes Exoskelett von ihm bekommen. Vor allem sollte das für genug Geld bei Geizhals sorgen, dass wir in Zukunft ein paar Items bei ihm verkaufen können. Das ist das Schöne daran, dass wir dann wirklich einen Händler haben, den wir benutzen können. Aber naja, Geizhals ist halt eine Sache für sich. So, wir werden uns möglichst beeilen. Ich möchte ganz, ganz schnell zur Freiheitsfraktion und mein Zeug dort abgeben, beziehungsweise dort mein Zeug holen. Wir müssen ja nichts abgeben, wir haben ja das Geld. Holy shit. Holy shit! Hier liegt kostenloses Geld rum. Das können wir gleich sofort wieder eintreiben. Ich meine, die sind zwar schon ein bisschen kaputt, aber wir kriegen was dafür. Und wenn Geizhals erstmal Geld hat, oh weia. Ausgerechnet jetzt. Hörst du auf zu sprinten? Ist das dein Ernst? Damn Abkürzungs. So, ja, wir sind jetzt da. Ich freue mich. In unserer Basis der Freiheit. Geizhals, ich hab da was. Hier liegt auch noch kostenloses Geld rum. Gib mir bitte eine Exoskelettpanzerung. So, du hast Geld. Gib mir ein bisschen Geld zurück dann, du Geizhals. Selber. So, das kannst du auch noch haben. Ich habe jetzt eigentlich gar keine Waffe, fällt mir auf. Ist vielleicht nicht so klug, die zu verkaufen. Ja, wir kaufen mal Munition und ein bisschen Vorräte. So. Eigentlich sollte das ein Freiheitsexoskelett sein, aber es ist wohl doch ein normales. Das stört mich gerade ganz ehrlich ein bisschen. Und wehe, wir können nicht sprinten. Wir können nicht sprinten. Wir können nicht sprinten. Ich verstehe es nicht. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich meine, das hat den Vorteil, dass ich weniger renne und die Kamera weniger zerstreut. Aber die Entwicklungsmängel, die zu verringerter Beweglichkeit führten, wurden behoben. Und die Panzerung wurde verstärkt. Wurden behoben. GSC, wieso habt ihr das nicht behoben, wenn ihr das hinschreibt? Das waren wahrscheinlich die komischen Übersetzer, die eh alles verkackt übersetzt haben. Sorry, aber ein scheiß Job, das hätte besser gehen können. Wurden behoben. Wieso kann ich da nicht sprinten? Ich glaube, wir müssen uns dann an diese Geschwindigkeit gewöhnen. Dafür kriegen wir wenigstens kaum noch Schaden durch Geschosse, außer hierdurch. Kriegen wir ein bisschen mehr. Halber Schaden kriegen wir. Wir haben eine gute Panzerung. Immerhin. Ich würde sagen, wir können übrigens mehr tragen dadurch. Ich würde sagen, hier an der Stelle verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann das nächste Mal in der Zone wieder. Das waren 4 Folgen. Ich wollte eigentlich schon 3 aufnehmen, aber das ist ganz gut. Ich muss eh viel aufnehmen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.